Ja, hallo liebe Freunde und auch meinetwegen weniger Freunde des Mordvogels. Willkommen in Berlin. Ich stehe hier im Badezimmer meines Motel Ones. Und ja, der erste Tag des Fantasy Filmfests 2012 war schon angemessen stressig. Das fing damit an, ich musste heute Morgen in München um 6 Uhr aufstehen, um hoffentlich um 13 Uhr den ersten Film zu sehen, nämlich Sightseers. Das hat nicht ganz geklappt. Ingolstadt war ein Laster mit 30 Tonnen Sperrholzplatten umgekippt. Da habe ich dann im Stau gestanden. Ja, und so kam ich dann etwas zu spät für Sightseers, habe ins Hotel eingecheckt, mein Fahrrad aus dem Wagen geholt, denn ich fahre dieses Jahr mit dem Wagen, mit dem Fahrrad vom Hotel zum Kino, weil das praktischer ist. Habe mir den zweiten Film angesehen, Tale, dabei auch den Chainsaw Horse getroffen und danach haben wir zusammen Portrait of a Zombie gesehen. Den habe ich allerdings kaum durchgehalten, da war mir die letzte halbe Stunde kotzübel, ich hatte massive Kopfschmerzen. Das lag jetzt ausnahmsweise nicht am Film. Ich muss wohl an dem Tag mich ein bisschen überhitzt haben oder schlecht gegessen haben. Ich habe mich dann danach, statt Boys vs. Girls zu gucken, mich ins Hotelzimmer geschleppt, bin ins Bett gefallen, habe 2 Stunden gepennt. Ich bin gerade eben erst aufgewacht. Mir ging es so hundeelend, aber danke der Nachfrage, jetzt geht es wieder besser. Jetzt schreibe ich noch schnell die 2 Reviews für die Filme, die ich heute gesehen habe. Und dann geht es noch in eine Spätnachtvorstellung. Da läuft nämlich dann noch, jetzt lasst mich überlegen, Ghostbusters. Und den schaue ich mir das auf jeden Fall noch an. Ansonsten ist alles ganz prima hier und ich hoffe mal, ab morgen kann ich auch den Zeitplan etwas smoother einhalten. Wir sehen uns und viel Spaß.